Und was sagt ihr? Jetzt gucken wir mal. Prost! Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute zu zweit. Und die liebe Nadine hat mich eingeladen und ich darf bei ihr meinen liebsten Herbstlook machen. Und ich bin sehr, 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 sehr gespannt, weil ich habe das auch noch so in dieser Form nie gemacht. Also ich habe schon öfter mal andere geschminkt, aber natürlich nicht vor der Kamera. Und ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen. Wir schauen mal. Ich freue mich sehr. Vielen, vielen Dank, dass ich das machen darf, dass du das Traum dir nicht die Augen aufstechst. Vielleicht seht ihr schon meine tolle Haarfrisur, das war auch die liebe Betty. Und ich bin begeistert. Ja. Sehr schön. So eine kleine Palme. Wieder Kuckuck. Ja, wir haben hier, ne, ihr seht es ja schon am Hintergrund. Ich bin nicht daheim. Nein. Obwohl es für mich schon ein bisschen an wie daheim. Das finde ich schön, ja. Ich bin so schön verwöhnt worden. Ja, das freut mich. Wir haben so schöne Sachen gemacht. Ja, einfach zu gucken. Es ist so ein bisschen auch diese Idee, ich glaube, ich habe das schon öfter mal gesehen auf YouTube jetzt, der Face Swap. Also richtig zu zeigen, was ist so deine normale Routine, was machst du jeden Tag und dem anderen quasi ja, das sozusagen so aufzutragen. Und dann auch zu gucken, funktioniert das oder funktioniert das nicht? Und weil wir haben schon einige Sachen sehr ähnlich, aber auch einige Sachen sehr unterschiedlich. Also Augenfarbe, ne, zum Beispiel. Die Augenfarbe oder sind viel tiefliegender, da macht man eigentlich andere Dinge. Aber ja, ich spannend. Mache es jetzt so, wie ich es bei mir mache. Ja. Und dann gucken wir einfach mal, ob es überhaupt geht an einigen Stellen. So. Das, denke ich mal, ist auch für die Zuschauer sehr spannend. Ja, und dann auch zu gucken. Ich würde das gerne gucken wollen. Wir können ja beide nochmal reingucken. Ich trage den Look jetzt schon. Mal die Augen zu. So, und dann gucken wir, obwohl ich habe keine Lippen, das mache ich auch gleich mal. Ich habe keine Lippen, du hast Lippen. Habe keine Lippe drauf. Und dann schauen wir mal, wie das hinterher aussieht. Ja, okay. Und so, und ich bin nämlich jemand, ich fange immer zuerst mit den Augenbrauen an, weil ich eben auch sehr zarte, feine Augenbrauen habe. Und so ein bisschen die Härchen da eine natürliche Struktur ran zu geben, mache ich das ganz oft gegen den Strich. Ich vergesse das immer. Mal gucken, ob ihr das sehen könnt. Und strichel einfach wirklich erstmal so ein bisschen gegen den Strich, um so ein bisschen mehr Body zu haben. Müssen wir sehen, ob wir beide Seiten... Nämlich das Entscheidende, dieses hat auch gleich ein kleines Bürstchen mit dran. Oder ich nehme dann den sogenannten Spoolie. Und das würde mir manchmal für so einen natürlichen Look schon reichen. Das ist jetzt einfach nur, dass sie so ein bisschen mehr Akzent haben, ein bisschen mehr zu sehen sind. Das Zweite, was ich immer mache, ist Concealer. Also das finde ich auch ganz spannend zu gucken. Ich könnte jetzt an der Stelle aufhören und dann würde ich mich schon wohlfühlen. Also ohne Augenbrauen geht gar nicht bei mir. Dann nehme ich ja, den habe ich euch schon oft in die Kamera gehalten, den Concealer, den Pro Longwear von MAC. Und da habe ich gesehen, den hast du dir ja jetzt auch geholt. Den finde ich auch gut, ja doch. Hätte ich nicht gedacht. Also das ist einer, den ich nur in den inneren Augenwinkeln verwende und hier, also niemals unterm Auge, weil der eine relativ feste Konsistenz hat. Ihr seht, er hat echt schon ein fettes Hitzepan. Und das Entscheidende dabei ist der richtige Concealer-Pinsel. Also so ein kleiner Buffer ist da ganz schön. Zu Eva. Das ist jetzt von CEVA. Zu Eva tatsächlich heißt er auch, ist es die 142 und heißt Concealer-Buffer. Genau, und damit, guck mal jetzt nach da, genau, gehe ich hier. Das haben wir nämlich gleich. Hier hat auch relativ dunkle Schatten in den Augenwinkeln. Also hier. Und da finde ich... Aber der ist schon fast zu groß für dich, der Pinsel. Da kommt man schon... Ich habe auch immer das Gefühl, dass ich so kleine Augen habe und mit großen Pinseln nicht so gut klarkomme. Guck mal hoch. Genau, dann ziehe ich das nur noch ein bisschen hin. So. Und das, der hält auch ein bisschen auf. Ne? Schön. Und jetzt haben wir noch hier, ich habe ja hier so einen kleinen roten Fleck, den ich damit mache. Wenn wir sagen, hier ist vielleicht eine kleine Sommersprosse und dann würde ich das einfach nochmal so ein bisschen so machen. Davon habe ich ein paar. Genau, das, je nachdem, manchmal gebe ich auch schon den Concealer, mach nochmal zu. So, gleich schon hier oben unter die, genau, danke.
unter die Braue, weil ich nicht diese Highlighter, die schimmern sind, mögen. Und das ist, wenn man jetzt ein sehr... Darfst du aufmachen? Das ist dann schon, wenn man jetzt gleich das abputtert und nur ein bisschen bronzer machen würde, würde das schon reichen, um ein bisschen frischer auszusehen. Aber schön. Ja. Gut, und dann würde ich nämlich, je nachdem, eigentlich nur noch mit so einem leichten Flüssig-Concealer, ein absoluter Liebling inzwischen, der Fit Me. Ah ja, den hatte ich noch nie. In der Farbe 15. Da gibt es noch die 10, die sollte theoretisch heller sein, die ist aber sehr, sehr rosa. Und ich habe einen leicht gelblichen Unterton und finde das besser. Ich habe mich jetzt aber entschieden, damit es ein bisschen spannender ist, machen wir natürlich schon auch ein bisschen Foundation. Und da nehme ich im Moment meine absolute Lieblingsmascara, Foundation von Max Factor. Soft Resistant Make-up. Und? Zufrieden? In der Farbe 02 Sand. Und mache dann eben so zwei Düttel darauf. Was da eben wirklich ist, habe ich auch schon mal in meinen Favoriten jetzt gesagt, dass du wirklich eigentlich fast kein Puder mehr brauchst, wenn du willst, und dass die nicht abfärbt. Und dann mache ich das halt so, dass ich tupfe... So, erstmal mit den Fingern. Jetzt musst du doch noch mal ein bisschen hierher gucken. So. Und verteile das auch sehr gerne. Erstmal mit dem Finger. Genau, danke schön. Ich gucke noch mal doch. Ja. Ist das scharf? Ja, Moment. Ich zum Beispiel gebe eigentlich ganz wenig auch auf die Nase. Also, du hast gesehen, ich gebe hauptsächlich hier und hier. Ja. Und ein ganz bisschen... Kinn. Hier am Kinn. Und diesen Bereich, den spare ich aus, weil da oft sich das gerne mal in den Fältchen absetzt. Und hier ist der Rest auf dem Handrücken. Den nehme ich jetzt mit dem feuchten Beauty Blender ab. Ist der schon wieder unscharf? Oder ich habe meine Brille nicht auf. Der ist unscharf. Mhm. Jetzt ist er scharf. Jetzt sind wir scharf. Okay. Jetzt sind wir wieder scharf. Genau, also ich habe das eingearbeitet und dann nehme ich den letzten Rest hier und nehme das schon aufgetragen, nochmal nach oben gucken. Und so, guck, genau, ja. Warte mal, die Seite sieht man besser für die. Genau, komm mal, guck mich mal, genau, guck mal nach rechts und dann mal ein bisschen rein. Genau, und wenn ich dann jetzt noch das Gefühl habe, dass es an einer bestimmten Stelle. Du glänzt auch nicht so, das ist das, was du meintest, vielleicht nicht abpumpen. Schön. Habe, dass ich vielleicht noch hier ein bisschen, zum Beispiel, ja, guck mal ruhig nach da, den Übergang hier manchmal zum Ohr, ne? Ganz leicht nur. Und ich ziehe es ja auch immer. Ich glaube, das ist ganz, ganz gut. Ja. Ich ziehe es auch immer runter hier, genau. Ne? Dass da keine Bänder Übergänge sind. Aber das ist so leicht. Und das ist das Schöne, die färbt halt nicht ab. Ne? Also hast du ja, eigentlich, hast du jetzt nur ein bisschen gleicheren Teint, aber nicht, bist nicht so zugekleistert. Bist du ja sowieso auch nicht, aber und ich mag das eben auch nicht. Ja, ne? Ja, genau. Das ist so. Kannst du mal reingucken? Da ist die Betty. Gleich im Gesicht, ja. Klar, du hast jetzt schon komplett blasch, aber. Ich habe aber auch noch ein bisschen Buddha. Buddha. Noch ein bisschen Buddha drüber. Schön. Jetzt nehme ich den Concealer und. Nach oben gucken ohne den... Ja, jetzt, das wird immer besser. Und gehe auch da nicht so nah ans Auge ran, sondern nur diesen... Warte. Dieser Übergang ist mir halt wichtig. Da. Da ist der meiste Schatten meistens zu sehen. Und den mache ich auch mit dem Schwämmchen. Und damit hell ich es dann so ganz natürlich auf, ohne dass das jetzt so... extrem ist. Was denn? Kitzelt das? Reißt es das? Ist angenehm. Mit dem Schwamm. Der Schwamm ist schön weich. Ja, ich finde den tatsächlich sogar besser als mein Beauty Blender, ehrlich gesagt. Und das war dieser aus der LE. Und ist es bei dir jetzt fast sogar, in der Kamera wirkt es fast sehr, sehr hell unter den Augen. Aber besser, wie wenn es zu gelb ist. Das kann man ja... Genau, es kommt ja noch ein kleiner... Warte. Ja. Also damit würde ich mich jetzt schon wohlfühlen, vielleicht nur noch einen Hauch Blush oder je nachdem. Dazu kommen wir jetzt, dass ich eben, und mein nächstes Schätzchen habe ich auch schon gezeigt, dass der Master Strobing Stick. Der ist toll, ja. Und den gebe ich tatsächlich, ich muss das erstmal so für mich machen, einmal quasi hier in so einem ganz leichten C und dann hier die Baby Lächelpunkte hier, hier und hier. Diese vier Punkte sind die Punkte,
Diese vier Punkte sind die Punkte, die beim Lächeln, wenn beim Baby natürlich widerscheinen. Schön, und das ist so ein Maskenbildner-Tipp, den ich mal bekommen habe. Kannte ich auch noch nicht. Und den ganz viele nicht kennen. Nee. Ich bin überhaupt kein Freund von diesem riesen Dreieck mit Highlighter drunter. Ich auch nicht. Das mag ich überhaupt nicht. Nee. Und der ist so weich und so, also der hat so einen ganz tollen Schimmer ohne Glitzer. Da kann man jetzt sogar noch das Puder drüber geben und der schimmert noch durch. Und das, selbst das mache ich dann nochmal. Ah ja. Auch mit dem Blender hier so ein ganz bisschen nur auf der Nase. Genau. Und das sieht jetzt, jetzt hat sie schon ein bisschen mehr Strahlkraft. Oh ja. Ne? Und das ist, und mehr Strahlkraft. Und das ist, aber es wirkt so ein bisschen mehr wie diese Strahlen von innen, so wenn es einfach gut geht. Da gibt es, glaube ich, auch noch andere Farben von, ne? Genau, das ist jetzt dieser Rosé-Farben. Ah, das ja. ist die 0, wenn das ist die 100, genau. Die 100. Genau. Wir wollen ja ein bisschen mehr Spaß haben. Und ich finde, sie braucht eigentlich gar nicht abgepudert werden. Ne? So, die hat sich sehr schön verschmolzen. Also ich habe auch gar keinen Klebe oder ich hatte mal eine Foundation, dann war, die war so, ja, da hast du gespürt, da, dass da eine Schicht drauf. Und das mag ich nicht. Und die ist wirklich, die merke ich gar nicht. Die ist federleicht. Ist sie wirklich? Praktisch ohne abfärben. Und die hält auch wirklich lange und die krabbelt vor allen Dingen auch nicht so in die Poren und in die Dings. Ich mache jetzt trotzdem, da kann man jeden beliebigen feinen Puder nehmen, ich finde den aber immer noch sehr, sehr gut aus der Pilzeis Blender Edition. Das war, die gibt es ja jetzt leider nicht mehr, die 020 und gehe da mit meinem liebsten Puderpinsel, der ist ja jetzt hier auch deiner. Ja, der ist toll. Und die, ne, so ein ganz Hauch ganz hauch, so ein bisschen riechig, ja. Ist dann noch von da. Und dann nehme ich aber auch wirklich nur ganz, ganz wenig und dann erstmal nur so ein bisschen auf die T-Zone. Und dann mag ich es halt nicht, wenn man hier so an der Kontur so glänzt, weil das macht auch nur so speckig. Ja. Kannst du noch mal ein bisschen über die Augen zu? Genau. So. Also Face Puder nehmen können, um das ein bisschen auszugleichen. Gibt's den in 030 Medium Bronze? Den gibt's. Gibt's noch? Ja, ja, also ich weiß jetzt nicht, ob es in der Jahreszeit ist, gehört aber ins Standardsortiment. Ja. Und da nehme ich sehr, sehr gerne so eine Duo Fiber. Das ist jetzt eine Sonderedition von Real Techniques gewesen, aber es geht eigentlich nur darum, dass die so diese beiden Borsten haben. Also die Nylonfäden hier oben, die machen eben so einen leichten Airbrush-Effekt. Ja, ja. Und damit gehe ich dann hier so rein und mache dann wirklich nur hier unter dem Bogen. Ja, genau, man sieht es schon. Und dann, ne, ich lift mir ab, under the kin. Und ich ziehe auch gerne nochmal hier, das strukturiert einfach nochmal so ein bisschen. Du hast jetzt sowieso schon so einen schönen, zarten Hals. Aber diese Kontur, die wird dann so ein bisschen verschönt. Schön, ja. Und das ist jetzt auch wirklich ganz wenig. Und da ist ja wichtig, dass man es nicht unterhalb die Lippe laufen lässt und nicht über die Mitte vom Auge. Genau, nicht ne? zu weit. Also nicht hier zu weit rein, weil dann wird es zu schwer. So. Man kann es auch nochmal in kreisenden Bewegungen machen. Und hier geht es jetzt wirklich um den Jochbogen. Ich konturiere bei mir auf jeden Fall auch immer noch ein bisschen die Stirn. Das ist bei dir nicht nötig, weil warum? Du eine schöne, kleine, zarte Stirn hast. Bip auch. Nee, ich habe schon mehr so eine Denkerstirn. So eine große. Ja, das wäre schon. Jetzt kommt was ganz Aufregendes. Schön. Ja, jetzt wird's spannend. Ja. Ich bin aufgeregt. Was kommt? Die Augen klar? Ja, die Augen. Okay, wir machen erstmal die Augen. Genau. Nehme ich gerne als Base die Color Tattoo, 24 Stunden Color Tattoo. Habe ich auch schon öfters gezeigt. Die Matten. Und das ist der Creme. Creme de Nude, ne? Der ist so ein bisschen, ich finde, ich habe jetzt gehört, dass die von MAC die Konsistenz etwas geändert und verbessert Paint, haben, bitte? Die Paint Pots, weil gerade die ganz hellen fand ich total pastös, fest für die reifere Haut, trockene Haut, nicht so schön. Dann nehme ich hier die Eyeshadow Base Pinsel, den du ja auch, von Sigma. Glaube ich, letztes Jahr, ne? Genau. Sehr schön. Bekommen hast. Hattest du jetzt schon eine Base aufgetragen? Oder? Nein, nur eine Augencreme. Eine Augencreme? Ich hatte ja nur Pflege gemacht. Genau, das müssen wir noch dazu sagen. Okay, das ist jetzt einfach auch nur zum Auffällen und so ein bisschen
Ich bin nicht so ein Freund von Lidschatten. Lidschatten wie? Bases, so richtig. Diese, ach, ja. Ne, weil ich dann nicht mehr richtig schön ja. blenden aber kann. Ich habe ja auch von, ich glaube, den Farbton habe ich nicht. Ich habe so einen Karamellton, aber die finde ich auch toll. Ja. Nehme ich auch als Base. Auch dann nochmal schön, wenn man das Gefühl hat, man hat vielleicht ein bisschen zu viel erwischt. Also den Beauty Blender habe ich quasi immer mehrfach im Einsatz. Am Start. Mhm. Nun, mit dieser Form geht das auch wunderbar, weil die kannst du wieder aufmachen. weil das dann eben, ja, weil du überall mit hinkommst. Ich glaube, ich quatsche zu viel. Ich muss einfach mal machen, ne? So, und ich liebe ja, ne? Oh, die Herbsttöne. Das sieht gefährlich aus. Das sieht jetzt aus der Berge. Ist das denn, hä? Ja. Ist das eine Special Edition? Nee, nee, nee. Das sind, ja, da haben sie mehrere Quads sozusagen. Und das ist Full Throttle. Ja, eben. Full Throttle. Das sind wirklich sehr, sehr schöne Herbsttöne, wie ich finde. Mhm. Natürlich tendenziell mehr für blaue und graue Augen, aber ich bin gespannt, wie es bei dir rüberkommt. Wir wollen das ja gerne. Ich habe grün mit ein bisschen braun. Ja. Und dann nehme ich den Suiver Luxe Crease, gehe immer in den hellsten Ton und gehe auch immer als erstes in den Innenwinkel. Ja, genau, das ist ganz schön. Mhm. Und dann nehme ich ganz, ganz zart, weil der ist wirklich kräftig, hier den, der sieht da jetzt so orange aus. Dieser ist richtig orange und das ist so ein Bronzeton eigentlich mehr. Und der ist aber... Rot. Mhm. Und jetzt bin ich gespannt, weil ich gehe jetzt in, über die Crease und die ist ja bei dir versteckt. Ja, bei mir auch, aber ein bisschen kleiner als bei mir. Mhm. Und da bin ich jetzt mal gespannt. So, ah ja, so ist gut. Mhm. Da gehe ich gleich mal näher ran, aber erstmal wollen wir mal so. Den, ich glaube, ich muss auch, ich bimmel die immer mit meinem Armband gleich im Gesicht. Und wieder hier. Ja, schön. Kitzelt. Was ist passiert? Nichts ist passiert. Angenehm, weil die Pinsel so schön weich sind. Ja. Wenn du jetzt mit so einer Kratzbürste kommst, dann könnte ich schon mal... Wir gehen mal schon ein bisschen dichter rein. Oh ja, schon schön. Was zu sehen, ne? Mhm. Mhm. Sehr schön. Das ist tolle Farbe, ja. Richtig schöne Farbe. Hm. Genau. Und jetzt gehe ich in den helleren Orangeton. Ja. Und mache den so ein bisschen auf die Mitte. Der ist dann nämlich wieder relativ natürlich. Mhm. Und das ist tatsächlich auch ein Look, den ich gerne im Alltag trage. Schon ein bisschen, also das ist schon jetzt etwas, wo ich ein bisschen mehr Zeit brauche. Mhm. Ich glaube, das weiter wegliegende Auge wird anders. Guck mich noch mal gerade an. Guck mich noch mal einmal gerade an. So, genau, zu machen. Dass ich dann hier genau. Dass wir hier. Da, dass wir nicht zwei verschiedene. Ein bisschen, da haben wir es ja immer. Ne? Hier muss nämlich noch. Das ist bei mir auch so. Ein bisschen. So. Das ist schon mal schön. Und jetzt kommt, oh, von der Seite sieht man den Strower sehr schön. Wow. Mhm. Den Highlighter, ja. Genau. Und jetzt, ne, zu, nochmal. Jetzt kommt noch ein bisschen, verblende ich nochmal hier hin. So. Sehr schön. Das wäre jetzt, darfst du nochmal gucken. Ne, schon ziemlich ähnlich der Look. Was ich... Schön. Sehr schön. Ja, ich finde, steht ja auch. Ja, doch, kann man machen, auf jeden Fall. Mhm. Ich milde das manchmal noch ein bisschen ab, weil in der Palette ist kein richtig schöner, weißer, heller Blendeton. Und dann nehme ich die zu Eva en Taupe, den hellen, der ist etwas cremiger. Hier sieht er jetzt gerade sehr weiß aus. Damit gehe ich dann wirklich hier oben, weil ich da eben, wie gesagt, das... Oh, das kommt aber viel. Kommt aber hell. Okay, muss mir abpusten. So. Sehr schön. Nehme ich auch nochmal den einen etwas mittleren Taubton und ziehe den hier nochmal rüber, um so ein bisschen diese, um das noch so einen ganzen Hauch aschiger zu machen. Das ist nicht so ganz... Das ist etwas, was ich zum Beispiel auch sehr gerne mag, einfach warme und kühle Töne zu mischen. Mhm. Ne? Und jetzt
Guck mal, mit den geschlossenen Augen haben wir schon ein kleines Blätterwerk auf den Augen. Wahrscheinlich sehen wir dann hinterher erst, dass es total unregelmäßig ist. Mal schauen. Also, ich finde das schön. Sonst würde ich schon sagen, mach weg wieder den Kack, aber das ist schön. Hier ist er ein bisschen runtergerutscht, glaube ich. Doch. Ich bin nicht jetzt so richtig schön am Wimpernrand. Wir sind gar nicht fertig. Wir sind noch nicht ganz fertig und ich bin noch nicht so ganz an den Wimpernrand rangekommen, weil ich da noch Respekt habe. Kann ich verstehen. Jetzt nehme ich nochmal so einen kurzgebundenen und gehe nochmal in diesen, der sieht ja auch, Taubton. Ah ja, der ist schön. Ne? Mhm. Gallery heißt er. Ja. Das ist etwas, was ich zum Beispiel anders mache. Ich mache unten ganz wenig, nicht so viel Farbe. Mhm. Da mache ich ja immer. Ne? Mhm. Und ich mache auch, aber das liegt daran, dass ich die Augen, dass die bei mir sonst zu schwer sind. Ich mache da keinen Lidstrich, ja, richtig nochmal. Mhm. Das trägst du ja sehr gerne. Wenn wir das andersrum machen, ne? Da bin ich schon sehr gespannt. Ja. Gut. Dann kommt jetzt mein größter Trick überhaupt. Und dazu hole ich euch mal ran. Ich weiß nicht, ob es klappt. Mascara soll jeder selber machen. Aber weil das ganz viel ausmacht von meinem Look, versuchen wir das mal. Ich nehme hier die Lash Princess als Base. Ja. Die kennt ihr von mir auch schon. Ja. Was muss ich tun? Augen zu, auf? So schräg runter gucken. Genau. Genau. Ja, genau. Perfekt. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Ist das okay? Mhm. Und vielleicht reizt? Es war gerade so am Auge? Nee, dass das Auge zugehen will. Ja, so, dass es ein bisschen plinkert. Genau. Augenarzt. Das, genau. Und jetzt versuche ich mal. Ungewohnt einfach. Dass es jemand anders macht, ja genau, warte mal. Okay, jetzt ist es etwas schärfer, mal gucken, ich versuche den. Schön. Genau, und jetzt kommt die zweite Base-Schicht, nur ein bisschen weiter runter, genau. Und vielleicht kann man das sehen, dass ich wirklich sehr nah an den Wimpern, an den Lidrand eigentlich schon rangehe und sie damit auch hochbiege, also ich biege ja nicht. Mhm. So. Mhm. Guck mal, alleine da schon, ne? Was das ausmacht, sag ich auch. Ich mache mir fast den Lidstrich mit der Mascara, weil ich so dicht an den Wimpernrand rangehe. Das ist ein bisschen Übungssache, dass man das nicht... habe ich jetzt ein bisschen geschmiert. Das war ja ein kecker Blick. Und jetzt... Meine absolute Wunderwaffe, die Lash Sensational. Ich liebe jetzt habe ich Angst. Nein, Waffe. Oh, jetzt bin ich weiß. Jetzt hat er kurz einen Weiß gemacht. Aber jetzt auch schön, dann seht er das mal im anderen Licht. Die Waffe kommt. Da ist sie nochmal, weil die dieses gebogene Bürstchen hat. Ja, das sieht man schon. Und ich finde, dass die, also die ist für meine Wimpern perfekt und... Das ist ja jetzt auch deine Mascara. Die hast du auch, will ich damit nur sagen. Hallo. Warum macht er das? Nicht mehr ganz so blau. Da kommen die blauen Augen von Betty. Und die fächert ja nochmal auf. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das den gleichen Effekt bei dir so hinkriege wie bei mir. Leute, was wollt ihr noch mit falschen Wimpern? Ja. Hm? Oh. Das ist aber nochmal wirklich eine Waffe. Ne? Das ist auch nochmal ein Unterschied, ne? Mhm. Und das hält vor allen Dingen auch den ganzen Tag, muss ich sagen. Oh ja. Ne? Aber es ist eben wirklich dadurch, das ist eben der Effekt, den man dann damit erzielen kann. So, schön. Tada! So, also das gefällt mir schon sehr schön. Mir auch. Ja, sehr hübsch. Genau, kannst ruhig so bleiben und auch da hingucken, das ist okay. Jetzt mache ich noch einen ganz kleinen Trick mit dem Kajal und mache nur hier den letzten Rest, gehe auch relativ in die Wimpernlinie rein. Mhm. Ah ja. Und stimmt, jetzt mit der anderen Seite, oh, das ist jetzt ein bisschen zu dick geworden. Mhm. Das ist nochmal so ein Lift-Effekt. Die muss dann so glänzen. Wie sagt man, das ist ein, nicht ein Hänger? Ein Déjà-vu. Ja, irgendwie sowas. Irgendwas im Kopf. Ah, jetzt der Unterschied, das ist nur so ein ganz kleiner Hauch im Winkel und der Lift geht nach oben. Schön. Mhm. Mach das einfach diesen
nach oben Effekt. Ja. Obwohl du schon sehr schöne mandelige... Mhm. Oh, hier habe ich es jetzt ein bisschen schärfer gemacht. Das mache ich auch im unteren Drittel gerne nochmal. Mhm. Und was ich eben auch, das mache ich nicht immer, aber nochmal nach unten gucken. Eben schon so, nicht die Wasserlinie, nicht die Wasserlinie. Was auch, da habe ich so Respekt vor. Ja. Versuch's. Genau, guck nach unten. Genau, das, wir haben sie eigentlich schon. Ich mag, nee, nach unten gucken. Nach unten gucken. Guck, das kitzelt so ein bisschen, wenn man das nicht gewohnt ist. Das war schon, nur das hintere Drittel. Ja. Es ist halt wichtig hier um diesen Bogen, da den Abstand zwischen den Wimpern. Und das, ja, verstehe. Klar, also ohne dass ich einen Wimpernstich oben drauf zu haben. Ne? Mhm. Darf das andere Auge auch noch? Ja. Ja? Wollen wir probieren? Genau. Kitzelt ein bisschen, ist nur Kitzel. Ja, das war ja schon viel besser. Danke. Ja, das war, ja jetzt war ich, weil eben wusste ich nicht genau, was kommt. Dann dieses, aber es ist auch ein bisschen kühl, ne? Und dann dachte ich, huh. Ja. Schön. Madja. Das Madja. Ich werde das auch tun. Das Madja, ja. Genau. Ein Mattenblush, das ist das Wichtigste. Das ist von Catrice Think Pink. Ja, die sind schön, ja. Ja. Ich habe dann zwar nicht ganz so viele von, aber ich glaube 2, 3. Ne? Das Mitte Cosmo noch, ja. Und dann bin ich ja der Apfelbäckchen-Typ. Guck ruhig da vorne so ein bisschen. Ja, genau so. Und ich mache sie wirklich hier hin. Mhm. Hier setze ich an, weil ja hier der Highlighter ist und hier der Bronze. Und dann ganz weich ziehe ich es dann hier hoch. Ist anders, ne? Ist anders, weil ich mache ja immer Overblushing. Auf einer anderen Stelle, du machst nicht Apfelbäckchen, ne? Ich mache ja oft keinen Bronzer oder Highlighter. Ja, da machst du eher... Aber das auch. Man kann auch mit Rouge bronzen, also konturieren so ein bisschen, ne? Dann ziehe ich ihn nochmal hier ein bisschen. So. Die Matten, die sind ja relativ... Der kommt jetzt auch nochmal ein bisschen... Was ich an denen mag, dass dadurch, die sind schon farbintensiv, aber wenn man die so ein bisschen schichtet, dann werden die, das ist so was Transparentes. Das sieht eigentlich aus wie nach einem Winterspaziergang. Ne? Ja, also so eine frische Röte, die man haben kann. Und so, ich hoffe, das kommt so rüber. Müssen wir gleich nochmal. Aber ich meine schon. Oh ja. Schön. Ja. Gefällt mir. Ich habe gefunden den neuen NYX. Der passt von der Farbe auch sehr schön. Aber ein matter Lippenstift. Das ist nicht die Liquid Lipstick. Ein bisschen so. Wie so? Ja, nee, nee, so nicht. Oder, nee. Spannter. Nicht zu doll, nee. Das kriegen wir eben. Ja, das ist gut. Genau, das ist gut. Und ich tupfe auch. Was war das denn? Ja. Ein Pinselchen, ich glaube, das ist besser, wenn man das bei jemand anders macht. Also ich würde jetzt einfach auch nochmal auf ein Papier beißen, ne? Und ich tupfe auch ganz oft einfach nur die Farbe auf. Der Nicker war jetzt gerade gefährlich, der hätte einmal nach oben gebracht. Du trägst sowas ja auch ab und zu mal, ne? Genau. So. Oh ja. Das, also ich dachte auch erst, ja, der ist aber schon, ne, wenn man das so sieht. Genau. Aber sehr schön. Und jetzt nehme ich so einen Swatch, deswegen sind auch immer diese Handswatche, ne? Da trägt man ja voll Bombe auf. Und man kann eben dadurch, wie man das aufträgt, nochmal total entscheiden, wie es dann hinterher auch aussieht. Und jetzt kann man da natürlich nochmal ein Gloss drüber geben, wenn man das möchte. Aber ich würde sagen... Ja, gut, eine Face Swap. Ja. Und was sagt ihr? Jetzt gucken wir mal. Wirkt schon anders durch die Augenfarbe ja, auch schon alleine. Total. Und ich glaube, ich bin vom eigentlichen Farbton gelber. Nee, nicht gelber. Ja, ich habe mal einen Hautunterton wahrscheinlich. Ich bin ein bisschen rosiger wahrscheinlich, obwohl ich schon auch also ich beides habe. Ich bin ja so ein Käsemännchen. Ja, ich bin ungesund auch gelb. Ich bin schon auch, guck mal hier unten, ich bin auch gelber Unterton so ein bisschen. Aber mir gefällt es, muss ich sagen. Ich finde es super sagen, spannend, also, ja. Ich bleibe heute so. No. Vielen, vielen
vielen Dank für deine Mühe und ich fand es spannend. Den an der Seite, das sieht sehr schön aus bei dir. Ja, und ja, also der hier, da, jetzt hast du mich, glaube ich, wir wollen ja vielleicht heute noch, ja, oder es ist ja bald Weihnachten. Also der ist echt toll. Ja, der ist wirklich auch. Master Strobing Stick. Schimmernde Highlighter. Schön. Hat Spaß gemacht. Ja, meine Lieben, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei diesem Face Swap. Gleichzeitig also mein aktueller Herbst-Winter-Look. Und ja, ich freue mich natürlich, wenn ihr wieder dabei seid. Und wir haben auch Videos bei der lieben Nadine zusammen gedreht. Oh, ja, okay. Überraschen, was kommt. Auf jeden Fall gab es schon ein Hangout, wenn ihr das nicht gesehen habt. Dann freue ich mich, wenn ihr auch da vorbeischaut. Und schaut auf jeden Fall auf dem Kanal von der lieben Nadine, dem Kanal Moldavid, vorbei. Ja, ich freue mich über jeden. Und ihr kennt sie sicher, da bin ich mir total sicher. Und ja, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid. Passt auf euch auf. Lasst es euch gut gehen. Und ganz, ganz liebe Grüße. Bye. Eure Betty. Und Nadine. Bye. So soll es sein. Tschüss. Ja, und jetzt hat sie mich angefixt und angefixt.